Da lag daran schon mal nicht. Läuft bei uns. Happy New Year, ihr Gurken. Findest du gut, ne? So, wir fahren zur Halle, machen noch ein bisschen am Derby weiter. Ich will mal kurz die Steuerzeiten checken. Weil letztes Mal war ich noch ein bisschen angefixt darauf. Ich will mal kurz gucken. Ich will meinen Zahnriemen mal um einen Dingsen versetzen, um einen Zahn. Oder erstmal unten das Kurbelrad verstellen. Auf, genau auf die Markierung drehen. Und mal gucken, wie die Nockenwelle steht. Wenn die Nockenwelle dann ein Rad verstellt ist, dann drehen wir da mal ein bisschen anders. Weil dann können wir die Zündung besser einstellen. Und dann müsste der eigentlich auch laufen, der Kollege. Aber besser laufen. Weil mittlerweile schiebe ich nicht mehr auf den Vergaser, sondern schiebe es eigentlich eher auf den hier, ja, auf den Dings. Auf die Steuerzeiten, weiß ich nicht, auf den Zündzeitpunkt, der passt nicht so ganz. Naja, das ist der Plan. Wenn das alles klappt, wie ich haben will, haben wir noch ein paar rote Nummern dabei. Dann nagern wir mal dran und fahren immer 2,50 Meter, aber ich glaube, das schaffen wir in diesem Video noch nicht. Gut, weil wir haben gerade voller Unwetter, ne? Gerade eben, wir sind starten am Caddy ein und dann ging halt hier ab zu stürmen und ab zu regnen, bis zum geht nicht mehr. Dachten auch, wo wir jetzt gelandet sind, ey. Krasse Nummer. Naja, Halle ist trocken, was soll's. Wir machen noch ein bisschen Watte. Wir müssen ja ein bisschen vorankommen, Schlucki? Besser Bescheid, bis gleich. Im Wind hier an, der aufgebraucht ist, ganz plötzlich, wie so ein Schalter. So, ungefähr so, so, ja, Wind, ja, Klick, stürmisch. Ja, so läuft das hier. Also Wasser aufgebraucht, alles hier unruhig und, naja, was willst du machen, ne? Aber der schaukelt gar nicht im Wind, ne? Nee. Da reicht der Seegang wohl nicht für aus. Mit dem Schiff haben wir schon mal gefahren. Wie das denn? Hat nicht mal einen Motor drin? Nee. Der Peugeot ist immer noch da. Der hat schon ewig kein Urlaubsauto, aber er holt ihn einfach nicht ab. Der hat jetzt Unterrahmen. Nee, nicht mehr. Ich verkaufe das Ding. An Udo. Was, das windig heute. Tor ein bisschen aufgemacht. Das wackelt hier ja alles. Vor allem das Tor ist mal so ein bisschen spezial. Was müssen wir mit Angst drum haben? Weil das ist teilweise so Bauschaum hier eingeklebt und dann schon abgerissen und. Ja, da fällt nicht um, aber. Weißt du auch, in die Wettphase ist, ne? So, fahren wir den Golf mal eben. Ja, noch nicht raus. Bisschen höher mache ich der Tor noch. Nicht, dass ich den Golf so ein Cabrio mache, unfreiwillig, hä? Der funktioniert. Klar funktioniert der. Der ist doch gut. Dann kriegt der Kennzeichen. Rein theoretisch schon. Ja. Bei der TÜV hätte, ne? Ja. Der TÜV ist ja erst im Januar. Hä? Ich bin nett. Wo? Da? Ja. Das stimmt. Mach mal weg. Nö. Ich hab den Schub ab. Deswegen, hab doch dich. Springt der Golf an ohne Sprit? Warte, was sagst du? Ich möchte mit rein. Nö. Ich hab Heizung gerade an, hier sind 30 Grad drin. Ja, hätte ich nicht gedacht, das springt gut an. Und aus. Kein Sprit. Da muss echt frischer Sprit drauf. Also mindestens mal ein Viertel Tank muss er haben. Und jetzt sollte ich mal eben die Box hier einbauen. Danke nochmal dafür übrigens. Ne? Die haben wir ja zugeschickt gekriegt. Und ist das Ding auch komplett, ne? So, Derby nach vorne und dann gucken wir mal, was der Phase ist. So, Zahnriemen, Abdeckung ist noch nicht drauf, liegt im Kofferraum. Die war noch nie übrigens drauf. Ich habe den Wagen nie mit Abdeckung gesehen, aber ich habe die auf jeden Fall da. So, wir gucken jetzt mal. Jetzt drehen wir ihn gleich mal auf OT. Auf dem oberen Torpunkt, für die, die das nicht wissen. Auf dem ersten Zylinder. Das heißt, wir brauchen erstmal den ganzen Kollegen nochmal runter. Frau König. Stecken den mal eben ab, Frau König. Frau König ist ein guter Name eigentlich, der passt eigentlich. Und dann drehen wir den mal auf die OT-Markierung. Gucken dann mal, wie der Zahnriemen oben an der Nockenwelle dann steht, weil hier ist so ein Punkt drauf. Und gucken mal, ob der hier die Markierung genau passt. Weil das ist so die eine Gedanke, die ich noch habe, dass es da eventuell nicht passen könnte. Und das, deswegen hier, der so komisch läuft, wenn da ein Zahn nicht verstellt ist, würde der da trotzdem mal laufen. Aber, da kann die Zündung nicht einstellen, weil ich drehe die immer bis zum letzten Anschlag hier vorne, dann läuft da irgendwie so ein bisschen. Aber wenn du jetzt hier so guckst, ne, weil der Typ, der vorher dabei war, der wäre ja nicht blöd. Warte, ich zeige euch, was ich meine. Ich muss das Licht anmachen hier. Zack. Lampe, deswegen komme ich da drauf. Hier. Ja. Seht ihr hier den Strich? Und das ist eine Gegenmarkierung gemacht worden. Und die passt gar nicht, die kann man gar nicht so weit drehen. Also gehe ich davon aus, das passt
im Leben nicht, weil einfach, einfach die Steuerzeiten nicht passen, weil der Zahnriemen von dem Wagen nagelneu ist. Der wird komplett gemacht, der Wagen. Und ich denke mal, das ist das einzige Problem. Wenn alle Dichtungen neu, wenn Tierdeckeldichtung ist neu, das ist komplett trocken, der Motor, da sieht er jetzt gar nichts mit. Da sieht gar nichts dran. Ne? Das Ding ist wirklich wie neu, ist ein Berufsschulmotor. Obwohl, ein bisschen Öl hat er schon. Das ist ein Berufsschulmotor gewesen, der Ewigkeiten eingelagert war. Ne? Der Motor, der hat selber vielleicht 300 Kilometer gesehen, oder mehr nicht. Deswegen. Der ist neu, der ist noch jungfräulich. Deswegen muss man wieder schick machen. Der Motor ist neu, ja. Aber was ist das Problem, wenn die Dinger Ewigkeiten gestanden haben, kannst du immer Ärger haben. So, erster Schritt, Deckel vom Luftfiltergehäuse ab. Das ist genau wie beim Pontiac. Nein, Pontiac hat eine Schraube in der Mitte, aber an sich schon, ja. Ja. Hanna kennt ja alles, ne? Der Pontiac, ja. Zack. So, wenn wir jetzt den ersten Blick, mal rufen konnte ich halt nicht so genau ordnen mit euch, mal den ersten Blick jetzt schon auf den Luftfilter, zeigt, der Luftfilter ist nicht mehr neu. Der ist noch okay. Da ist kein Öl drin, gar nichts, aber der ist nicht neu. Nee. Den kommen wir auch mal neu an bei Zeiten, ne? Der ist alt. Das Öl auf dem Wagen ist frisch. Der Sprit ist auch frisch, aber daran kann schon mal nicht liegen. Aber es kann wieder an den Steuerzeiten liegen. Es kann an der Verteilerkappe liegen, die ist auch nicht mehr nagelneu, aber die ist okay. Und dieses Durchblitzen, der war ganz normal. Das hört sich ja Masse hier rüber, der Kollege. Und dann, ne? Wenn der fast ab ist, dann ist sozusagen der Kontakt schlecht, das wir letztes Mal gehabt haben im letzten Video. Das ist nicht dramatisch. Dann müssen wir erstmal gucken. Vielleicht liegt es schon an dieser Kleinigkeit. Jetzt ist das ein. Ich mache jetzt mal eben aus Übersichtlichkeitsgründen den ganzen Kollegen hier alles ab, damit wir ein bisschen mehr sehen. Dann lege ich den beiseite. Und dann gucken wir uns mal hier unten die Steuerzeiten an. Und dann sehen wir gleich, was Phase ist. Ich drehe ihn einfach unten, genau auf OT, wo der hin müsste. Genau in die Mitte, zwischen diesen beiden Markierungen, da müsste der hin. Was sieht man die? Sieht man nicht. Ob ich die Gurken von uns mal wieder finden würde. Wo ist denn die? Ja, ich guck gleich. Ich zeig euch, was ich meine. Erstmal mache ich es ein bisschen nackig hier. Nochmal für die Kollegen, einer hat mich gefragt, das ist ein Pierburg 2 E-Vergaser. Das ist der Pierburg, weil der Pierburg ist ein deutscher Hersteller. Ich habe immer Pierburg gedacht, das ist aber gar kein englischer. Ja, den gleichen Vergaser haben wir nochmal auf Lager liegen. Leider aber mit einem Bruch hier zwischen. Das heißt, dass ein Nebenluft, den wir noch nicht funktionieren würde. Das hat mir einfach 1-2-1 aufgetauscht und fertig. Ne? Geht aber nicht, aber es stimmt, das ist nicht so schlimm, weil wir immer einen Teilträger haben. So, jetzt fange ich mal eben folgende Phase. Ihr seht hier die Markierung hier. Da, das ist die OT-Markierung, in diesem Zwischenbereich hier. Da ist der OT-Strich. Und dann haben wir hier unten, da vorne, da noch eine Gegenmarkierung. Und da muss dieser Punkt, der hier ist, hin. Und wenn der Punkt dann da ist, muss unten gegenüber passen und andersrum. Damit der hier Kolben, ich sag mal, gleich steht mit der Nockenwelle. Weil wenn es nicht so sein würde, hätten wir schon lange Motorschaden. Deswegen drehen wir ihn jetzt mal in der richtigen Weite. Hab ich schon extra, ne? Hier gebrochene 19 Nuss, scheißegal, die gibt es sogar trotzdem noch. Und klar brauchen wir den noch. Und dann gucken wir mal, ob der dann wirklich mit der Steuerzeiten passt. Wenn er dann unten sitzt und wenn er nicht passt, stellen wir den noch mit dem Zahnriemen ab, ziehen die Nockenwelle, drehen wir die einen weiter und packen die wieder drauf. Ja, die Nocken, den Zahnriemen. Und dann gucken wir mal, und dann drehen wir der Hand mal durch, ob irgendwas passiert. Und wenn nichts passiert, starten wir den mal. Der Derby sieht jetzt anders aus. Na klar. Das VW-Zeichen mit vorher dran, aber ging auch gar nicht. So, jetzt immer diese Spackschrauben nochmal ersetzen, die richtige Schrauben. Das ist jetzt ein Golf. Nee, du kannst aus dem Derby keinen Golf machen, du. Doch, das hat so was jetzt. Ja, ist ein VW. Nein. Hanna, ist alles, was ein VW-Zeichen hat, ein Golf. Egal was. Guck mal. Das klebt da fest mit Kleber. Ja, ist ein GTI. Ja. Nee, ist kein GTI. Er hat keine Gran Turismo Injection. So, folgende Story, Jungs. Jetzt drehen wir das Ding mal weiter. Ich habe Rufen seine Knarre ausgeliehen, weil meine. Da liegt ja eigentlich auch drin, lachert auf dem Tisch. Ja. So, drehen wir mal weiter, bis wir unten die Gegenmarkierung haben. Und dann melde ich mich gleich bei euch, weil ich brauche für beide Hände, sonst hätte ich nicht geschissen. Kann sein, dass der Vorhalter von dem Wagen sich verguckt hat, ne?
Guck mal, ich habe jetzt mal hier auf OT gedrückt. Oben, da ist die Markierung, da ist die Gegenpfeil, das passt genau. Und wenn du jetzt hier guckst, da unten, da sieht man, da ist eine 0. Und da haben sie ihn drauf gedreht. Aber der Pfeil ist in Wirklichkeit hier. Und das ist ein einziger Zahn, der da fehlt. Ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich dachte, da wo die 0 ist, ist auch OT, ist aber gar nicht, der ist bei dem Pfeil hier. Ja. Ist übrigens meine eigene Mutmaßung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Aber wir testen das gleich mal aus, setzen die da drauf, dann drehen wir mit der Hand einmal komplett durch und gucken, ob die Ventile irgendwo aufschlagen, falls irgendwas passiert, damit nichts kaputt geht. Weil wenn wir einen Anlass haben, vielleicht unter Motorschaden, ne? Und dann gucken wir mal, ob das wirklich so wahr ist. Weil, ja, das würde mir auch erklären, dass man die Zündung nicht richtig einstellen kann hier von dem Auto. Du musst den mal eben wegpacken, nicht? Wenn er jetzt weg ist, ist das doof. Die musst du liegen lassen. Die kriegen wir nicht so schnell mehr nach, ne? Ja. Diese Stehgewinden. So, gut. Dann würde ich mal sagen, drehen wir mal richtig auf OT. Dann gucken wir mal, wie er hier vorne steht, weil ich gehe davon aus, das passt nicht. Vielleicht. Der steht um einen Zahn falsch. Hier, der steht um einen Zahn falsch. Ich bin mir ganz sicher. Denke ich wenigstens. Vielleicht geht der. Ja, vielleicht eine Formel. Oder das. Oder. Weißt du, wenn alles kaputt geht hier, ne? Ja. Bauen wir einfach einen Trabi-Motor da rein. Ja. Super Sprint-Endtopf mit Trabi-Motor. Wird doch geil klingen. So, ich guck mal eben. Guck mal, Jungs. Auf den Pfeil gepackt. Und er hier steht um einen Zahn anders. Da ist die Markierung. Komisch, ne? Das kann doch gut sein. Oder meint ihr nicht? Guck mal. Ich teste halt einfach mal aus. Mal gucken, was passiert. Ich schiebe den Zahnriemen jetzt runter, dann drehe ich einen weiter und drehe ihn dann wieder drauf. Das ist ja ganz friemelige Arbeit. Hoffentlich geht es auch so mit der Hand. Aber wie gesagt, der ist nagelneu. Neu brauchen wir nicht machen, der ist nämlich noch neu. Neu noch nicht von ab, ne? Nee. Das ist gut. Aber das kann nämlich gut sein. Ich konnte halt nachts deswegen nicht schlafen. Ohne Scheiße, ich habe mir so Gedanken gemacht, warum läuft das Auto nicht richtig? Und ich bin drauf gekommen, das kann da nur ran liegen. Oder halt am Vergaser. Aber der Vergaser hat eine astreine Gasannahme. Naja, ich laber mal weniger, mach mal eben, ne? Wir sind jetzt erstmal runter. Der wird übrigens gespannt über die Wasserpumpe da hinten. Also muss man gleich so wieder drauf drücken. Da vorne ist die Markierung. Ich drehe ihn jetzt mal minimal zurück, dass der passt und guck mal, ob ich ihn wieder draufgelegt kriege. Und dann drehen wir den Motor mit der Hand nochmal durch, um sicher zu gehen, dass wir auch keinen Motorschaden hier fabrizieren. So, das stimmt. Das ist jetzt richtig. Muss hier jetzt eigentlich passen. Ja, minimal noch. Ja, guck mal. Los eingestellt. Aber läuft immer noch. Genau wie vorher. Mit diesen Leerlaufsägen. Ich hab's aber nicht hin. Wenn ich einen Zahn weitergehe, passt der gar nicht mehr. Passt der überhaupt nicht mehr. Deswegen passt das schon. Die linke Markierung ist tatsächlich. Das ist die hier OT-Markierung. Ich habe es gerade bei Google gefragt, ich habe gefunden. Aber die, das ist OT, diese hier. Und das ist der Zündzeitpunkt, der andere Pfeil da links neben. Also gucken wir es nochmal. Dass wir nochmal den Zündzeitpunkt mit der Blitzpistole richtig einstellen und dann ist steuerzeittechnisch alles erledigt, dann kann rein so eine Abdeckung drauf. Das ist das Thema durch, da muss man die Baustellen woanders suchen, wahrscheinlich doch beim Vergaser. Ja, aber das war halt so eine Sache, ne? Jetzt weiß ich mal ein bisschen was mehr über die Motoren. Ich habe einen Renault gehabt, habe eingestellt, geguckt, ich habe nie Markierungen geschafft. Gar nicht. Funktioniert nicht. Also ein Zahn ist deutlich weiter bei der Gegenmarkierungssuche. Der Pfeil war der Zündzeitpunkt. Hier steht's. Hier, dann schaust du runter auf Kugelnrad, bla, Markierung, Kerbe auf der Innenseite zum Motorblock, zeigt darüber zwei Zapfen. Hier, die rechte markiert OT. Das ist da, wo das O drauf ist. Passt schon, ne? Für die Steuerzeit. Und die linke, den Zündzeitpunkt. Also würde ich sagen, gucken wir den Zündzeitpunkt nochmal eben ab. Vielleicht haben wir da ja was falsch gemacht, aber dann können wir es richtig einstellen einmal. Dann passt die Zündung richtig und dann haben wir das Thema Zündung abgehakt, da ist ein Haken dran und dann können wir uns wieder Vergaser bewegen. Schrauberin, was machen Sie da? Kabelbinder da dran? Das ist eine gute Idee, das geht sicherlich gut. Ja, das ist halt der Nachwuchs, ne? Nicht wegfliegen. Frischer Nachwuchs ist das, ne, Hanna? Ja. Siehst du, guck mal. Hier haben wir eine Pistole zum Zündeinstellen. Wir brauchen dafür nicht, das ist eine ganz einfache. Oh, aber ohne OBD, keine Ahnung, was Tester. Übrigens, hier ist der Batterietester, die haben wir ja getestet in den Videos, die kennt ihr ja alle. Das ist ein ursprüngliches Gerät, das ist schlimmer. Also die beiden sind gar nicht mehr so übel. Dann habe ich hier nochmal so ein hier, was soll ich sagen, Zündzeitpunkt-Tester. Nee, gar nicht mehr. Das ist hier ein Drehzahltester. Drehzahlgeber. Der kennt die Drehzahl. Dann haben wir hier nochmal einen Fernstarter vom Anlasser zum Brücken.
Ja, ich hab verguckt, das Ding, das war vor 5 Jahren benutzt oder so. Ja, das ist halt so der ganzen Kran, da hat man so eine Werkstatt rumfliegen, habt ihr dann so einer coolen Kiste drin. Dann dreht sich gar nicht mehr, sagst du. Dann fliegt das nicht mehr. Ja, ne? Das sind halt billige Geräte, die kennt ihr ja alle schon. So, aber wir brauchen die jetzt, weil die ist dafür genau richtig für das Vorhaben. Wollen wir das gleich draußen ausprobieren, ob das geht? Klar! Jetzt? Wenn du fertig bist, ne? Übrigens, die Felge, die da vorne steht, ne? Das ist eine Schrottfelge, die ist krumm und das ist eine Exit-Felge. Sieht nur aus wie BBS, ist aber keine. So, also plus, minus und daher muss man erst einen Zylinder. Einmal Verstellung abgezogen, kommen wir mal. Hier wird gewandert. Also passt hier ungefähr. Das Zündung ist eingestellt. Also ist nicht die Zündung, ist der Vergaser wahrscheinlich. Also Leerlaufsägen haben wir für Vergaser, Zündung passt jetzt. Ziehen wir jetzt an, weil dann ist er auf jeden Fall fest. Und die stimmt dann auf jeden Fall. So, den wieder ran. Und unsere Verstellung wieder drauf. Ein bisschen Frühzündung kriegt, wenn er Gas gibt. Ja, das Thema ist durch. Also Steuerzeiten haben wir jetzt abgehakt. Müssen wir doch in Richtung Vergaser gehen, weil irgendwas stimmt da nicht. Kommentare ein bisschen einzugehen zu der Nummer. Hier ist noch eine Düse, die schraube ich gleich mal eben raus, puste den mal eben aus. Ja, mehr habe ich nicht zum Auspusten hier. So viele, so richtig, sag mal, die amerikanischen Dinger kannst du mal zerlegen und da hast du alle Düsen einzeln drin und kannst dazu friemeln. Aber der hat eigentlich so gut wie nichts, der Kollege hier. Die Düsen ausgebaut. Ich werde jetzt mal eben auspusten. Jetzt war auf jeden Fall frei. Mit dem Kompressor noch ein bisschen machen wir da so ein Mini-Loch da unten nur drin. Und dann gucken wir mal, ob sich da eventuell was ändert. Obwohl, ich habe noch einen gleich baugleichen Vergaser liegen. Gucken, wie die von dem aussieht. Mal kurz gucken, wo ist er denn? Da ist er. Das ist auch ein 2E-Vergaser. Der hat die Düse aber so nicht. Nee. Doch, der hat die schon, aber die fehlt bei dem. Das ist auch ein Peerbörg 2E. Aber der ist minimal anders, ne? Oh, der steht schon in Ewigkeit noch, der riecht nach alten Sprit. Also baulich ist der nicht. Was ich doof finde bei dem Motor ist halt, dass die Leerlaufdüse, also Leerlauf-Einstellschraube nach unten weg ist. Sonst hätten wir den Leerlauf eben einstellen können und hätten fast so lassen können, aber muss ja nicht perfekt sein, aber der muss ja wenigstens so laufen, dass ich nicht selber kaputt macht. So, Kompressor ist hier, Puste ist da, ich mach mal eben. Mal ausgepustet, mit WD-40, ohne WD-40, mit Fahrradkonservierer, alles dran, wird alles repariert bei uns. Und ja, ich würde sagen, ich puste nochmal ein Loch da rein, wa? Oder nicht? Nee. Das ist eine Düse gewesen sein, die dicht ist. Kann ja eigentlich gar nicht sonst. So, ich schraub die wieder ran und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Was sagst du? Das ist schon schwer geworden. Schwer? Ja, wenn man Kabelbinder ans Rad ran macht, kein Wunder. Ja, mach mal weiter, du lernst daraus schon. Ja, ich kann schon Knoten machen. Selbst ist die Frau, ne? Ja, geht doch noch. Und so den Strich? Ja, welchen? Oh, nicht hinfallen, das sieht gefährlich aus, was du da machst. So, ich schraub die mal wieder rein, erstmal hier diese. Filigranste Werkzeug, ich habe Angst gehabt, dass sie kaputt geht. Ja, du kannst. Oh, das kannst du ja sogar, stimmt! Ja, siehst du, Fahrrad fahren kann sie auch. Ist doch nicht ganz hoffnungslos. So, Düse ist drin. Ich reiß den Kollegen mal eben nochmal an, mal gucken, was passiert. Ich glaube. Was? Dann fahre ich bis zu dir. Ja, aber nicht bis zu dem Golf hier. Das hast du mich nachher mal mit rufen. Da lag daran schon mal nicht. Läuft bei uns. Nach dem Ausgehen. Hat er gemeint, ich gebe mal ein bisschen Gas oder was? Was meinst du?
Läuft jetzt gut, ne? Ja. Aber Leerlauf ist so hoch. Wir haben jetzt einen Leerlauf von 2000 Umdrehungen. Das ist sogar ein Kaltstart zu much. Dann gehst du alleine aus, ne? Ja, zu sehen? Ich hätte nichts gemacht. Also soll nicht das Wahre, ne? Aber wir haben schon eine Veränderung im Motorlauf auf jeden Fall. Lass ich mal ein bisschen warm laufen. Vergaser stellt mir einen ähnlichen kalten Zustand ein. Aber in 2000 Umdrehungen Bereich, höher geht's auch nicht. Hier, unser Radio ist der Hammer. Pass mal auf. Ich darf nur deine Autos anfassen. Das stimmt. Du musst es auch noch nicht anfassen. Sicher, sicher, ne? Gut, ne? Also irgendwie geht das. Hey, das so. Aufkleberbrüche weit ab. Na, kleben wir bald wieder dran, das ist ja wieder gut. Nee, aber wir haben 2000 Umdrehungen Leerlauf, viel zu viel. Aber wir haben auf jeden Fall einen runden Leerlauf, ne? Also ich will mal gucken, wenn der jetzt dieses Leerlaufs irgendwie nicht mehr hat. Ich glaube, ich bitte ihn noch mal Leben aus. Weil ich gehe davon aus, der ist immer noch zu hoch. Wir haben jetzt einen runden Motorlauf, kein Leerlaufsegen mehr, also die Düse hat echt was gebracht, ne? Aber einen viel zu hohen Leerlauf. Sind und passt jetzt, gerade eben, die ich mal von Aufsicht eingestellt habe, dass dieses hier Leerlaufsegen, was er gehabt hat, die ganze Pistole total irre gemacht hat, dass irgendwie nicht passte. Jetzt passt das. Ja. Das ist genau auf die Markierung für die Zündung. Ja, aber sobald ich die untere Verstellung ranmache, ist natürlich weiter vorne, ist logisch. Und hier, wie soll ich sagen? Ja, Leerlauf ist zu hoch, das nervt. Und die Leerlauf-Einstellschraube, die ist irgendwo da, wo man nicht rankommt. Aber ich kann wetten, dass schon nachher rumgedockt wird. Wenn wir wetten, dass der Leerlauf gar nicht, dass der nicht passt und da schon wieder höher gedreht wurde und was weiß ich, was alles. Das hat der Scheiß, ne? Der ist nicht mehr verblombt, die Schraube. Hm. Ich muss den Vergaser abbauen. Ich will den Vergaser nicht abbauen. Ja, wie soll ich sagen? Weil das könnte auch hinten losgehen wegen der scheiß Fußdichtung, ne? Gucken wir noch mal eben. Ich kann noch was gucken. Ist hier Lampe? Kann man denn irgendwie den Anschlag sehen von der. Von dem Fuß? Da ist die Schraube und läuft da irgendwo überhaupt beim Gas hoch gegen? Oder läuft da gar nicht irgendwo gegen? Also ist sie noch gar nicht dran. Nee, die ist nicht im Anschlag. Die Schraube, die ist gar nicht hier in Betrieb. Die ist gar nicht, die macht gar nichts höher. Die hat noch total viel Freigang. So stimmt doch schon wieder irgendwas nicht. Vorstellen kann er ist, dass der Choke noch läuft, weil er halt kalt ist, aber der Choke hat ein bisschen harte Leistung, ne? Mal gucken, ich glaube, man kann den Choke hier noch einstellen. Über diese Schraube hier, wir löschen den mal eben an. Dann gucken wir mal, vielleicht können wir ihn niedriger stellen. Und vielleicht ist er ja im warmen Zustand, wenn er richtig warm ist, dann halt da, wo er hin soll, weißt du? Die Zündung passt auf jeden Fall. Motorlauf passt ja so ungefähr jetzt gerade auch. Mal schauen. Ja. Hier sind doch Markierungen drauf gemacht worden, sehe ich gerade. Ja. Aber da war schon mal einer bei. Wenn irgendwo Markierungen drauf sind, war da einer bei gewesen. Das haben wir noch nie. Hier, Jungs, gesehen. Seht ihr das? Da, Striche, zwei Stück. Aber der eigentliche Strich von der Markierung, die ist eigentlich weiter vorne, die ist eigentlich hier. Ja, mach doch mal, das Ding ist ein bisschen heiß. Mach mal meinen Handschuh anziehen. Ich habe noch 1700 Umdrehungen, aber immer noch so einen Leerlauf. Guck mal. Das haben wir doch das hier.
weil ich den Leerlauf ein bisschen drossel. Haben wir wieder Leerlauf wegen. Egal, was ich mache, das wird nicht besser. Was ein Gefriemel, ne? Bis sie wieder läuft, ist hier eine scharfe Nockenwelle drin. So läuft der, genauso rumpelig. Aber hat der meines Wissens nicht. Sachen gibt's, die gibt's nicht, ey. Ja, haben wir jetzt mit einer Leerlaufdrehzahl von 1600 Umdrehungen, wo der eigenermaßen läuft. Ne, gar nicht, 1800 Umdrehungen. Das ist zu viel. Da muss man erst mal ein bisschen Leerlaufsägen wohl aushalten, das geht ja nicht. Mal Hanna währenddessen. Was? Keine Leistung oder was? Ja, der kommt den Berg nicht hoch. Oh, das ist leer, wa? Ja. Ja, ist Winter, hält er nicht so lange. Dann mach mal aus, hängen wir gleich wieder dran. Ich stelle den mal ein bisschen grob ein, dass er eigenermaßen läuft. Dass der mal führungsfertig ist, mal bereit ist für eine Probefahrt, weil ich wollte ihn mal fahren, den Bock. Mal gucken. So, Saison gebaut. Ich reiß ihn nochmal an, mal gucken, wie er jetzt klingt. Bin ja gespannt. Was hier? Genau wie vorher, ne? Guck mal, da sind scheiß Pisszweifel da rausgeflogen aus dem Auspuff. Wisst ihr was? Wir fahren den einfach mal. Hab die rote Nummer ja mit. Die machen wir da jetzt dran. Dann machen wir eine Tour damit. Mal gucken, wie er sich dann schlägt bei der Probefahrt. Das ist der Plan. YOLO. Gut. Aber das war's von dem Video hier. Ja, ne? Das wird ein anderer Teil, die Fahrt mit dem Derby. Weil, wollen nicht übertreiben, ich will ja keine Stunde hier im Video machen, ruft ja keiner von euch an. Gut, dann würde ich sagen, das ist der Einschlag ins rohe neue Jahr. Ich sag mal so, ich habe im Wesen, dass er jetzt anbleibt, ne? Aber müssen wir mal gucken. Da ist eine scharfe Nocke drin, kann ja sein. Er läuft aber eigentlich ein bisschen unrunder wie jetzt. Wum, wum, wum. Echt muckig. Naja, haut rein. Bis zum nächsten Mal bei Max Speedshop und hier Abo dalassen und was weiß ich alles im Getüdel halt. Ne? Gut, munter!